Ja, servus die Marlen und grüß euch die Buben. Ja, ich bin wieder am Weg nach dem letzten Video, wo es ein richtiger Misserfolg war quasi. Also da war ich schön am Boden zerstört. Aber denke, gehe ich heute mal Vormittag ein bisschen auf meinen Hausberg. Wie heißt es so schön, wenn die Prinzessin stürzt? Aufstehen, Krönchen richten, weitermachen. Und das mache ich auch. Wie gesagt, ich gehe heute ein bisschen auf meinen Hausberg. Wir haben heute schon 3:15. Um 12:30 muss ich daheim sein, wenn wir fortfahren. Aber ein bisschen nutze ich das aus. Und jetzt schauen wir uns einmal wieder mal die Gegend an. Kleines Gepäck habe ich dabei, wird schon gesehen haben. Nur meine Umhängetaschen. Weil da habe ich mein Jörger und mein Volker, die sind jetzt auch mit der Tasche unterwegs gewesen. Ich weiß noch nicht wirklich, ob ich mich mit der so anfreunden kann. Ja, ich sage, gehen wir mal, weil ich bin erst einen guten Kilometer gegangen. Schauen wir. Da war ich schon länger nicht auf meinem Hausberg, aber mal schauen, was sich nächstes tut. Wie gesagt, habe auch nur extrem minimale Ausrüstung dabei, zeige ich euch dann oben genauer. Und der Baum ist auch schon umgefallen, zeige ich euch gleich. Ah, der hängt nur mehr da. Der kann wahrscheinlich früher oder später da umfallen, genau über den Weg. Nicht gut, nicht gut. Naja, wie man sehen kann, haben wir es heute auch wieder extrem windig. Aber das ist halt so. Ja, Freunde, kleines Fazit einmal zu den Umhängetaschen. Wie gesagt, ich habe das schon lange beim Volker gesehen, von Abenteuer Hinterland Kanal, verlinke da oben. Der ist immer wieder mit so einer Umhängetasche unterwegs. Weiß jetzt nicht die Marken, was er hat, ist ja auch Jink wie ein Nudel. Darum tun sie sich wahrscheinlich eh alle gleich. Und ja, dann habe ich es auch noch gesehen beim Jörg Buschkraft Grafdorf. Kanal verlinke ich natürlich auch gern da oben. Der hat ja diese Helikontext-Taschen, so viel ich weiß. Ja, ich muss gestehen, wie gesagt, ich zeige euch um, was ich drin habe, aber mich stört das jetzt schon da am Hals. Es ist halt bei mir so, ich kann nicht einmal ein Halstüchel tragen. Das ist ein Schemack, ich vertrage das um meinen Hals nicht. Ich brauche das relativ frei. Da geht kein Rollkragenpullover oder nichts. Und das ist natürlich auch der Grund. Und ich merke es jetzt wieder, die Taschen, die liegt da oben an meinem Hals an, obwohl kein Gewicht drin ist, aber das stört mich immens. Das wird wahrscheinlich die erste und letzte Tour damit sein, aber wie gesagt, ich gehe jetzt eh nicht so weit. Schauen wir noch ein Stück weiter. So, da geht es jetzt rein, geht zum Steinbruch. Da gehe ich auch dann zu, wir machen mal ein Käffchen. Aber zuerst, wenn wir einen Hupfer aufschauen, schauen wir, ob wir noch so einen schönen Ausblick erhaschen über den Steinbruch von oben. Gut, in der Ferne werden wir nicht fängen, es ist relativ trieb. Also gehen wir weiter rauf. Da herüben so ein alter Stahlhaufen noch. Keine Ahnung, was das einmal war. Aber da waren wir ja schon öfter. Vielleicht war das irgendeine kleine Behausung für Schafe, oder was da früher herum gehabt haben. Keine Ahnung. Aber es schaut recht nett aus und steht auch noch einiges davon da. So, da sind wir jetzt herum angekommen. Ich hoffe, man versteht mich noch. Da bläst nämlich der Wind ordentlich drüber. Ja, kurzes Blick erlaube. Feuerstuhl da unten. Ich glaube, ich kann mich erkennen, da unten die Feuerstuhl. Ja. Ja, und da ich da noch schon herum bin, werde ich da gleich ein Stückchen weitergehen zu dem Platz, wo ich schon ein paar Mal übernachtet habe. Das ist sicher Windstuhl. Ja, da geht es einmal wieder durch den Dschungel, aber wie man sieht, so viel Dschungel ist das gar nicht mehr.
Der ist einmal da. Ja, ich glaube, das Platz soll keiner nicht alle. Ja, da dürfte der Specht gelupft haben. Da unten ist er eh schon zu fallen. Ja. Und mein Platzl, herrlich. So muss das sein. Da, oben mit den. Ja, machen wir da mal klar schief und dann gibt es ein Käfchen. Platzl zum Hersitzen. Ganz einfach, ich zeige euch jetzt einmal, was ich da herin habe. So, da heraus ist mein kleines Erste-Hilfe-Set, mehr habe ich gar nicht dabei. Ja, machen wir da mal auf. Das ist die rumänische Tasche. Die habe ich auch von meinem Freund Thorsten. Danke, Thorsten. So, und was haben wir da herinnen? Ich räume mal das schnell alles aus und dann zeige ich das. Da ist nicht viel herinnen. Und die ist auch schon wieder leer. Ja, ich habe da ein, ja, nicht einmal ganz ein Dreiviertel Liter Wasser dabei. Ich habe mein kleines Tischstativ dabei. Dann mein Reserveakku, den werde ich auch gleich brauchen, weil die blinkt schon langsam. Ein paar Sacktierchen. Dann habe ich da heute mal einen kleinen Zettel dabei mit dem Tatanka, den Deckel von Stanley Set, ein Fertigkäfchen, ein Feuerzeug und im Notkocher 71. Und das war's. So, und jetzt machen wir es gemütlich. So. Wenn wir den einmal anzünden. Ah, den muss ich eher bald anfüllen. Der ist schon bald leer. Ah, wie gesagt, heute gibt es nur so ein Fertigkäfchen. Aber auch nicht schlecht. Na, bleib schön stehen. Aber jetzt passt. So. Ein bisschen ein kleines Föhl heute mit. Hoffentlich ist das Popschall nicht los. Entweder ist das Popschall zu groß oder das Föhl zu klein. Eins von den zwei. Ja, ich hab da nicht alles hergezeigt. Ich hab natürlich ein ganz Messer mit. Und diesmal habe ich wirklich ganz kleines. Alles da dabei. Habt ihr ja schon öfters gesehen. Ist so ein recht nettes kleines Messer mit Holzgriff. Gefällt mir auch ganz gut. Das reicht halt vollkommen. Ja. Und eigentlich werde ich es eh gleich brauchen, weil ich natürlich keinen Kaffeelöffel mit. Dann werden wir sie gleich machen. Aha, wird schon langsam. Ja, kleineres Fazit noch zu der Tasche. Also, die, was solche Umhängetaschen tragen und zufrieden sind damit, bin ich froh, wenn sie sich gut tragen lassen. Wie gesagt, ich habe das Problem mit dem Hals, ich vertrage da nichts und selbst auf der Seite, das ist nicht meins. Also, ich habe sie jetzt immer weiter runter geschnürt, dass ich schon fast einen Rümhänger gehabt habe. Das geht einfach nicht. Da nehme ich beim nächsten Mal lieber, wenn ich minimalistisch unterwegs bin, meinen kleinen Helikontex, die RK2, der mit den Hosenträgern gut, wo hinten der Ding ist. Da passt genauso viel rein wie da, sage ich. Und es tragt sich am Welten besser, weil es wirklich mein Becken gut anstützen will, falls wirklich wie ein Gewicht drin sein sollte und der Rest auf die Schulter rimmeln. Das ist, es ist einfach besser zum Tragen für mich. Ja, schön, da ist auch einer ein bisschen umgefallen, sehe ich, der hat sich da oben hingelegt.
Der wird eher bald umtunnen, so wie es ausschaut. Also so schaut es da rechts von mir aus. Dann drehen wir sie da mal ein bisschen im Gras. Da ist die Stelle, wo ich mein Zelterl immer aufgeschlagen gehabt habe, oder mein Tipi. Und da Föswind. Das bin ich. Nichtsdestotrotz, ja, dreimal auf rechts, zweimal auf links, sonst wird er schwindelig. Eine alte Kamera getroffen. In dem Sinn, ihr wisst, was kommt: Krankensesseln, gesund werden. Der Winter steht vor der Tür. Und natürlich die restlichen, natürlich auch. Prost, Freunde! Violette Kaffee ist nicht, aber den mache ich mir doch, wenn ich daheim bin. Ja. Ja, wir noch ein bisschen genießen da. Spät haben wir's. Ach, kurz vor 11 ist. Wie gesagt, um 12:30 muss ich daheim sein. Ja, wisst ihr, mein Ritual, wieder alles zusammen, Pipi feinst. Sollte so ausschauen, wie wenn nie einer da gewesen war. Oder noch besser. Ja, Kaffee ist erledigt. Waschen wir noch schnell ein bisschen aus. Und dann packen wir zusammen. So. Dann da wieder drüber. War nie wieder da. Geh mal. Ja, jetzt geht's schon langsam heim. Die Sonne blendet mir ins Gesicht. War wirklich angenehm, wenn nicht der Wind war. Ja, was so ist. Heim geht's. Da flattert echt noch ein Schmetterling. Das gibt's ja nicht. Ein Wahnsinn. Ja, Freunde, das war's einmal wieder. Bin wieder herunter angekommen. Passt eh von der Zeit, es ist 11:45 Uhr. Perfekt. Und in dem Sinn kann ich mich wieder nur bei euch bedanken. Fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Mitlaufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und Servus die Maulen und Viert euch die Buben.